Herzlich willkommen zum Zweikampf-Sofa und Neverwinter Online. Wir spielen die Zauberpest-Höhlenmeister und das ist immer so der erste Test, wie gut die Leute sind. Also ich guck mal. Ein wahrer Spaß. Ein 20.000er Schurken. Dann haben wir einen 24.000er Paladin. Okay. Und einen 23.000er Barbar und wir beide. Na, wir werden alle sterben. So, also wenn man zu so einem Feuerchen geht, spawnt immer so ein Tor und da kommen Gegner raus, was nie wirklich gut ist. Bitte. Also nie in den Flammen stehen bleiben und immer zusammenbleiben und Grüppchen Autsch. Für Grüppchen Qualität machen, ja? Hauen sie einfach mal alle weg. Flups. So, immer aufpassen, wenn man an so einem Feuerchen vorbeigeht. Wir haben jetzt da wieder eins. Einer geht nah vorbei und schon haben wir wieder Gegner. Ups. So, nicht wegrennen dabei, schön stehen bleiben, Arbeit machen und zwar alle wieder kloppen. Nicht im Feuer stehen bleiben, weil man verbrennt einfach langsam. Wie ein Hähnchen. Lecker ist es, aber ihr seid kein Hähnchen, deswegen ist das doof. So, als Gruppe, ihr seht das, geht das noch relativ gut, aber wenn jemand vorläuft oder so, meint er ist ganz toll und stark und rennt vor, bringt das alle in Schwierigkeiten. Morpheus zum Beispiel hier. Naja, Morpheus ist der Tank, der muss vorlaufen und uns den Weg zeigen eigentlich. Das ist schon okay, da meckere ich nicht, das ist alles gut. So, jetzt seht ihr rechts so ein Feuerchen, links so ein Feuerchen, wenn einer zu nah an so einem Feuerchen lang geht, kommen die Gegner. Also eigentlich in der Mitte bleiben. Irgendwen hat's da zerrissen. Nicht gleich auch schon wieder. Alter. Irgendwie unangenehm. Ich mach mal die Tür weg. Flup. So, welche noch? Da merkt ihr halt, dass die großen Leute wirklich gut... So, wir haben jetzt beide Truppen nicht getriggert. So macht man das. Ist sehr gut. Nur eine, sonst hättet ihr drei Gegner-Truppensteine. So, jetzt geht man eigentlich nicht in der Mitte, weil dann hat man gleich beide, sondern rechts oder links. Aber Mitte heißt, ihr habt mindestens zwei. Wenn nicht die hintere Truppe bei der Tür noch dazukommt, dann habt ihr drei Gegner-Truppen. Macht es nicht einfacher. Die ersten liegen schon wieder. Aua. Nicht in den Flammen stehen bleiben. Immer raus aus den Flammen. Ich gucke gerade, wo der Snox ist, aber... Ich stehe hinter euch immer so ein bisschen. Ich versuche euch irgendwie... Jetzt einer lässt sich hier wieder beleben. Ich stehe im Feuer die ganze Zeit. Ist nicht so geil für mich. Aber da schreit einer Hilfe, Hilfe. Wie kommt das bloß? Ja, das ist der, den ich wiederbeleben wollte. Aber ich stehe halt auch im Feuer und fackel dann so langsam ab. Und rein von der Spieltheorie her, Tanks und Heiler sollen niemals jemanden aufheben, weil die Restlichen am Leben halten müssen, aber bietet sich ja sonst keiner an hier. Macht ja sonst keiner den Job. So, ich habe beide Gruppen weggemacht, das war jetzt nicht notwendig. Nee, wahrlich nicht. So, einmal runterspringen. Ihr könnt auch nach vorne drücken, dann fliegt ihr beim Fallen so ein bisschen nach vorne und gleich auf dieses Podest und müsst nicht extra noch hüpfen. Und seid beim ersten Boss. War kein Feuer? Klar ist ein Feuer. Ich drück die Cutscene immer weg. Hier ist ein Feuerchen. Ach, hier ist das Feuer, richtig. So, der Boss hat im Prinzip einfache Mechanik. Man muss ihn dreimal besiegen. Er ist unkaputtbar, außer man besiegt ihn mit seinen eigenen Waffen. Man kriegt eine Feuerkugel an der Kette, die muss man zu ihm ziehen, dass seine eigene Feuerkugel ihn erwischt. Danach kann man ihn hauen. Aber manchmal werden Spieler auch aneinander gekettet. Und diese Kette kann man... Das ist kein SM, das ist kein Sadomaso. Kann man auch nur durchtrennen, wenn man so eine kleine Feuerkugel dazu nutzt, die Mobgegner fallen lassen, die man tötet. Also braucht gar nicht auf ihn einhauen, der Tank muss ihn ein bisschen ablenken, aber... An diesem Amboss entstehen kleine Mobs. Erstmal nur so kleine fliegende Schwerter, so tanzende Klingen. Und irgendwann ein bisschen größere. Und wenn ihr die nämlich platt haut, der da zum Beispiel, der lässt so eine kleine Feuerkugel zurück, wenn der gleich explodiert. Damit könnte man so eine Kette dann durchtrennen. Wenn Leute jetzt, ja, wir sind an der Kette. Ja. Nee, wir nicht. Der andere hier. So und zack. Ja, ich.
Genau, da fliegt diese Kette durch. Der hat jetzt die Kette mit der Kugel und zieht die zum Boss. Und immer da, wo der Boss ist, ist kein Lava. Der rennt aber außen rum. Ja, ist ja egal. Das ist völlig egal. Die Kugel macht dann auch langsamer. Das ist auch nicht ganz so easy. Da darf der alles gut. So, irgendwann kommt die Kugel hinterher. So, jetzt ist er kaputtbar. Jetzt kann man ihn hauen. Autsch. So, er beamt sich immer weg. Also. Und immer da, wo er steht, ist keine Lava. Macht also keinen Fehler. Rennt nicht querfeldein. Tja, doof, wenn man, im Blumenfeld also manche Bereichsschäden oder solche Sachen hat, die länger brauchen. Der zappt sich halt durch die Gegend und dann der Bereich Schaden nackig irgendwie rum. Das ist doof. Achtung, so, und immer wenn er sich wegzappt, dann spritzt man erstmal beiseite. So, Lava Area. Ja, das sieht doch einige. Also, ihr könntet ein bisschen schneller machen, finde ich, aber sonst. Ich habe irgendwie auch gerade das Gefühl, dass irgendwie einer fehlt, aber das habe ich immer. Ups, ich stand noch zu nah. Echt jetzt? Ich sag auch noch Hallo, Achtung. Und ich stand mit einem Zehenspitze noch in dem roten Bereich und bin trotzdem weggeflogen. Ich dachte echt, das wäre... So, und der, wenn er halt zuknüppelt, dann haut er halt auch richtig raus. Da will man nicht dazwischen stehen. Morpheus macht das ganz gut. Ja, wenn der Tank ihn richtig hält, dann ist das alles ganz okay. So, jetzt wieder weg hier. Kommt gleich Lava. So, und wenn wir ihn gleich das erste Mal weg haben, dann verschwindet er in einer seiner Aufladestationen hier und nimmt dann aber die nächste Rüstung. Ach cool, hier. Und wieder am Amboss kommen die Gegners, die kleinen, und er ist wieder unkaputtbar. Also es braucht sich eigentlich keiner so wirklich um ihn kümmern, sondern die da im Radio, die sind so. Der Kette ist da, aber noch kein Gegner. Na, hier ist die Kugel. Ja, jetzt haben wir die Kugel hier. So. So, Wurzel. Läuft. Wir warten auf die Kugel mit der Kette, um die zu ihm zu tragen. Also ihr müsst nur aufpassen, wenn er so einen Bereichstrahl oder sowas macht. So, hoppala. So, ihr habt die Kette, ihr müsst zur Kugel. Und wir warten immer noch auf den Träger der Kugel. Genau. Autsch! Da, einer hat die Kette und zwei sind wieder gebunden. Achso, ich brauche hier auf Warten. Ja, jetzt. Das Feuer sein, das über Sieg und Niederlage entscheidet. So, er beamt sich wieder weg. Ja. Dafür, dass man Doomfeld gemacht hat. Natürlich. Ja, das ist aber meistens, dass er sich zu Beginn gleich erstmal wegbeamt. So, immer drauf. So, immer drauf. Schaden machen, bitte. Immer drauf. Immer nicht drauf. Nachlassen. Aus, hier kommt Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Bombastik. Hack, hack, hack. Mach ihn nieder, knüpp. So, gefühlt würde ich jetzt auch sagen, das ist so mittlere Stärke von der Geschwindigkeit, wie ihn da runterknüppelt. Nicht so schlecht, aber auch nicht so geil, aber ganz okay. Ich beschwere mich da nicht. Nö, alles gut. Solange er runtergeht. Es passiert was. Solange er runtergeht, ist alles gut. Schlimm ist es, wenn alle drauf fahren und du siehst den Balken nur so in Millimeter alle 4 Minuten sich bewegen. Dann dauert es länger. Wenn es noch ein bisschen länger dauert. Achtung. Ich sage auch. Ist dann auch hinter mir. So, wenn das so kommt, haben wir 5 von diesen fetten Gegnertypen hier und jeder beim Explodieren lässt so eine Feuerkugel da und damit können wir 5 Spieler unsere Ketten dann lösen. Ich nehme mal gleich die erste.
Ich will auch eine haben. Verdammte Axt. Weil man verliert Health. Wenn man an diesen Ketten hängt, verliert man permanent Health. Hab's. So, das heißt, um die anderen muss ich mich dann immer so ein bisschen kümmern. Wer noch an so einer Kette hängt. Einer hängt jetzt noch. Da ist sein Ball. Hier. Hallo. Dann rest. Juhu. Ja, angezogen und dort. Ja, das kommt davon. Oh Mann. Ja, das dazu. So, Boss ist aufgeladen. Also jetzt habt ihr auch gesehen, was passiert, wenn ihr euch nicht befreit von der Kette. Immer wichtig, sowas auch in einem Tutorial zu haben. Dinge, die ich nicht sehen möchte. So, gleiches Spiel. Er braucht ja wieder um nichts kümmern, außer die kleinen Möpske. Und wir haben irgendwie schon eine Kette hier. Die machen wir mal eben. Halt, bleib stehen. Jo, weg ist sie. Wir warten wieder auf die dicke, fette Feuerkugel. Superkugel. Die Superkugel. Die nicht von so einer tanzenden Klinge hier fallen gelassen wird. Ne. Aber vielleicht von ihm. Na, ihr müsst erstmal die Kette da loswerden. Nein! So, der hat die Feuerkugel hier. Der hat die Kugel mit der Kette. Der bei mir ist hier, der Typ. Der bei mir hier ist. Der auf mir rumhackt. Ja. Wenn nicht? Genau, jetzt hast du die. Schlepp sie zu ihm. Ja, wenn er sich nicht wegzappen würde, wäre ich das tun. Rettet mir. Hallo. Boah, was machen die denn da, ey? Wir sind ja alle tot hier, was soll denn das? Fertig. Ja, kann nicht, die liegen hier alle so rum. Die haben sich um die falschen Dinge gerade gekümmert, aber okay. Kann man mal machen. Muss man kann nicht, man machen, muss kann man nicht. Aber. So, wir hacken früh auf den Typ rum. Ich will irgendwie mal hinter ihm stehen, aber irgendwie, der dreht sich immer anders rum. Gibt es da Grund für? Dreht der Tank auch immer auf den Typ rum, oder was? Lustig ist. Sehe ich nicht, also, dass der Tank, sich bewegt, keine Ahnung. Aber Tank soll sich nicht bewegen. Na, der darf sich schon bewegen, aber halt nicht permanent. Aber bewegen darf er sich. Oh nein. Ich bin liegen. Ich bin gegen alles. Habt ihr nicht auch ein paar Ultis? Ich habe eine reingezimmert und das war fast so eine halbe kleines Rechteck von seiner Hellstar. Das könntet ihr auch ein paar Mal machen. So welche Ultis habe ich. So welche Ultis habe ich nicht. Block. So, wenn ihr mit der Kette zu ihm angezogen wird, das nimmt euch ein bisschen Hellste. Sterben werdet ihr nicht, aber zu oft solltet ihr es auch nicht mit euch machen. Kabal, du kleine Fadenseele. Achtung. Ja, irgendwie werdet ihr langsamer. Macht ihr jetzt andere Techniken oder was? Da ging eben schneller. Ja, schlechtere. Ja, ich glaube auch. Ah! Aua. So, da haben wir es gerade gehabt. Angezogen, aber nichts passiert. Ja, weil ich dich gerade sofort geheilt habe. Als du am Boden aufgeschlagen bist, kam sofort meine Heilung bei dir an. Nein, also. So, seid vorsichtig. Da liegt zwar immer was am Boden, aber springt weg, weil wenn der explodiert, dann der macht richtig Aua. Das da. Ja, hier liegt gar nichts. Hier liegt Pipi auf dem Boden. Und dann geht's durchs Portal hinaus. Und das war nicht der Endboss. Nein, es geht weiter. Das war ja nur der erste Zwischenboss. Wir haben noch einen Zwischenboss und dann kommt erst der Endboss. Aber wichtig ist da nur die Kettenmechanik, weil wenn ihr die nicht trennt, ihr verbrutzelt so langsam vor euch hin, wenn ihr an euren Mitspielern gekettet seid. Und jedes Mal verliert ihr einfach ein bisschen mehr Health. Wenn ihr jetzt auch Pipi machen wollt, dann wäre das der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt da. So, das sieht zwar dauern, nicht nach Feuer aus, ist es aber. Also wer einen Totenschädel an seinem Leiste oben hat, das heißt, man ist beim nächsten Mal sterben raus und kann nicht wiederbelebt werden, den muss man wegkriegen, einfach ins Feuerchen stellen. Schön eng an der Wand lang, weil jetzt diese Steintore, die da fliegen, da kommen auch Gegner raus.
Das ist keine Deko, nein, das sind so Generatoren. Da und da kommen sie ja, ja, raus. Natürlich. Weil es so sein aber muss. In der Gruppe geht das. So, okay. Wenn ihr jetzt zu nah an dem anderen Tor, also haltet euch jetzt denn sozusagen auf der linken Seite. Links. Autsch. Hallo. Öfter hier. Oh, da sind aber schon in dem Tor sind schon Gegner gespawnt. Die stehen nur da oben, die kommen da nicht raus. Jetzt Zauberer. Jawohl. Flups, weg sind. Ja, da ist irgendwie ein netter Herr, der die alle umgemischt hat. So, die habe ich jetzt getriggert. Ich dachte, die wären schon leer, weil wir an dem Tor noch waren. Aber anscheinend nicht. Die waren sehr nah dran. Die gleiche Frage habe ich mir auch gerade gestellt. So, ja, haben wir die schon? Ja, hätte ich jetzt echt gedacht, dass die schon mit da waren. Aber Entschuldigung, ich dachte, die wären schon durch. Aber es ging ja ganz fix. Ganz schön. Ja, ich dachte wirklich, wir hätten die gehabt, ganz ehrlich. Alles gut. Macht dir keiner Vorwurf, außer der da hinten links. Genau. Die brüllen jetzt gerade ihren Rechner. Du Idiot! Schreien den Bildschirm an da. Wow. Ja. So, auch da, wenn man zu weit wegrutscht, wegrollt, sich versucht wegzubewegen oder so, triggert man gleich diese ganzen Tore, die rechts und links sind. Ja, kann hat einer gemacht, war ein bisschen zu weit. Es ist ein Hauch, den man nur da zu weit ist, dann ist das Problem schon da. Mach doch mal die Leute weg hier. Achso, das muss ich ja machen. Warum habe ich die Agro-Ulfe? Morpheus. Was haben wir Dreck? Geht doch. So, auch da, jetzt stehen leider welche vom Tor, aber zu weit rüber gegangen, nach rechts, da war wieder ein Tor. Wieder die Gegner getriggert. Ich war das. Das war ich jetzt gewesen. Also schreit wieder den Bildschirm an. Das wirkt der Idiot. So, also jetzt so. Könnte man das Tor links sein lassen, wenn man da nicht zu nah rangeht, aber der Sir irgendwas ist jetzt schon verdammt nah da dran. Ja, da sind sie. Und da sind sie. Hallo. Ihr Kastel aus der Kiste. Ups. Also wenn man als Gruppe eng beisammen bleibt, der Tank, die wirklich hält und alle beisammen stehen, dann muss man nicht mit allen Gegnern hier kämpfen. Das geht auch ohne. Also so dünn wie ein Kondom, ja? Ja, wenn du keinen Blutsack nimmst, genau. So eng beieinander wie ein Kondom. Also fühlt die Wärme des anderen. So nah müsst ihr sein. Aber nur, wenn es gefühlt ist, oder wie war das? Mitleidfilm. So, haben wir es geschafft, ja. Ja. So, wir müssen jetzt eigentlich nur die Torwächter besiegen, aber die sind natürlich umringt von ohne Ende anderen Typen. Und auch hier bleibt beisammen. Ja, weil wenn ihr so hier mehrere Gruppen auf einmal habt, das ist immer der Tod der Gruppe. Du stehst zu weit weg von der Gruppe, du kriegst gerade noch Restheilung ab von mir, weil du so am Rand stehst. Die Restheilung. Ja, so gerade also gerade noch wenn so. Wenn man gierig ist, kann man so durchlaufen, aber das nützt nichts, da ist nämlich auch am Ende kommt man nicht heile an. Das ist wohl so. Das ist so. Hallo? Aber das sieht doch ganz, ganz okay aus, so erstmal. So, jetzt wieder rechts und links diese schwebenden Tore. Eins ist schon gemacht. Ihr müsst das andere jetzt nicht noch dazu triggern, bitte. Mal sehen, ob es nicht hinbekommt. So, und da hinten ist jetzt so ein verseuchter Schlund, der einen Schlund? Immer anspuckt. Da müsst ihr aufpassen. Der blaue Bereich ist es, genau. Wer ist da nahe dem Tod? Wo ist derjenige, der nahe dem Tod ist? Der liegt hier rum. Achso, habe ich nicht gesehen. Also. Ja. Triggern Sie jetzt extra noch das Tor? Tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Okay, muss man nicht machen.
Da kann man sicher gehen, dass auch keiner mehr in den Rücken fällt. Mhm. Man kann auch sicher gehen, dass auf jeden Fall noch alle irgendwie sterben werden. Müsst ihr nicht machen. Es geht nur darum, die Torwächter zu besiegen. Das sind die großen Mobs hier. Ihr müsst nicht jeden kleinen Mob da platt machen. Und ich lache, Leute, Möpse sind total wichtig. Und darauf stehen wir doch alle. Mopse? Du meinst Möpse. Auch Möpse. Möpse. Der Mehrzahl von Mops ist doch Möpse, oder? Ich sagte aber Mopse, nicht Möpse. Ja, aber es sind noch mehrere Leute hier rumstehen, oder? Du willst mich nicht verstehen. Ich will Möpse. Wie Loriot mal sagte, ein Leben ohne Möpse ist vorstellbar, aber sinnlos. Er meint aber die Hunde. Ich bin voll bei dir. Er meint die Hunde. So, wir haben es tatsächlich zum zweiten Boss geschafft. Wir müssen hier nur noch runter. Und da kann man sich nochmal eben am Feuerchen, weil das Runterfallen hier ein bisschen Aua macht. Und Totenschädel weg, dann Rest müsste eigentlich da rein, aber den kümmert es halt ja, nicht. Ja, hat er nicht gesehen. Wie wird das? Ja, viele wissen gar nicht, dass dieses Totenschädel-Symbol echt Auswirkungen auf deine Wiederbelebungsfähigkeit hat, was nicht so geil ist. Ja, manche halten das für einen Fluch oder so, ne? Da denken sie so, ach ja, da bin ich halt irgendwie im Boni weniger oder so, haha. Ja, auf der Fläche, bei dem Epischen gar nicht so. Ja, hast du, die Wiederbelebungskrankheit, weil jedes Mal, wenn ihr wiederbelebt werdet, fehlen euch Stats. Die nehmen euch einfach Stärke, Verteidigung, bla bla bla, jedes Mal wieder. So, der Boss hat, wenn er ein rotes Auge macht, dann müsst ihr den Charakter von ihm wegdrehen mit dem Rücken dazu, sonst werdet ihr gestunt und kriegt aufs Maul. Also nicht die Kamera, den Charakter. Ja, und ihr auch nicht weggucken, sondern der Charakter. Und dann hüpft der ab und an mal rum und ihr fliegt von der Plattform. Das war vor Mob 16 echt übel, da seid ihr nämlich runtergefallen und stand draußen, durftet den Fight nicht weitermachen. Jetzt landet ihr auf dieser Plattform, könnt wieder belebt werden. Also viel einfacher geworden mit Mod 16. Aber ihr müsst, wenn er springt, euch von der Plattform werfen will, halt auf ihn zulaufen. Das heißt, mit dem Stick wieder in seine Richtung drücken. So, jetzt weggucken, also Charakter rumdrehen. Boah, ich hab's nicht geschafft. Nee, alle habt ihr es nicht geschafft. Ich bin der Einzige, der sich hier bewegt. Und deswegen bin ich der Einzige, der auf der Plattform steht. Ich muss euch alle wieder belegen. Echt jetzt? Also normalerweise im alten Mod wäre ich alleine hier gewesen und hätte mich töten müssen. Wie geil. Ich lache mich tot. Geil. Das auch eine super Kombo. Erstmal alle betäuben und dann... Ich schmeiß mich weg, ey. Fallen ja alle super von der Plattform. Ich lache mich tot, ey. Ich hab weggeguckt. So, einer ist schon wieder runtergefallen. Der liegt jetzt hier wieder rum. Der ist tot. Ich habe weggeguckt und dann hat er länger gebraucht als sonst. Dann habe ich wieder hingeguckt. Dann war super, ey. Also ihr habt alle Zeit der Welt, wenn er dieses Auge macht. Könnt ihr weggehen, wieder hingehen. Das ist alles kein Ding. So, er hüpft wieder auf ihn zu. Fertig. Also einer ist schon wieder runtergefallen. Alter, was macht ihr denn da? Gut, dass ich meine kleine Wiederbelebungstafel länger habe. Leute, die sind nicht teuer. So eine die Spruchrollen muss man haben. Man kann nicht reingehen in so ein Dungeon ohne. Das geht ja, vor allem, also wenn ihr wiederbelebt wurdet von jemand anderem und dann innerhalb kurzer Zeit nochmal wiederbelebt werden müsst, dann seid ihr tot danach. Ihr könnt nicht wiederbelebt werden. So eine Spruchrolle, die kann man so oft verwenden, erstmal wie man will. Außer der Dungeon hat so eine Begrenzung. Dreimal und dann ist man raus, aber dreimal ist trotzdem schon ziemlich gut. Scheiße. Wow. Upsala. Okay, Glück gehabt. Bisschen Glück gehört halt auch dazu. Und der, eigentlich, wenn er so groß ist, müsste der Tank ihn jetzt rumdrehen und wenn er dann sein Stun-Auge macht, müsste er in einen dieser Spiegel hier am Rand gucken und dann wird er wieder klein. Aber, naja. Gut. Denkste. Sprungzauber aus dem Schwurbel. Ihr seht mal, das Kreuz da unten hat sich verändert. Ihr visiert das an und springt einfach. Also den Sprungzauber nehmen. Wer den nicht kennt, durch Kampagnenkauf oder skippen oder noch nicht gemacht haben des Flussviertels The Cloaked Ascendancy. Da lernt man den. Den sollte man beherrschen. Es gibt ganz viele, die sterben dann hier beim Sprung, weil sie den normalen Sprung machen und das schafft ihr nicht. Ja, ich das so. Das schafft ihr nicht. So.
Hier ist wieder so, diese grünen Pilze sind es jetzt, wo die Gegner spawnen. Da kommen immer so Tore raus. Also, grüne Pilze in dem Raum nicht zu verhindern. Aber die schmecken so gut. Lass uns sie essen. Ah, nimm die. Ja, ich habe schon gesehen, ihr wollt ja mal alle Gegner triggern hier. Deswegen, das kann noch böse enden. Aber die Gruppe ist so gut, deswegen. Okay. Spielst du mit anderen? Bist du noch in meiner Gruppe? Ach ja, wir haben vor einer Stunde die Gruppe gewechselt. Das ist so geil. So, ihr müsst herrlich. Diese Bücher so. Aufheben, aber so wie Sir Smoggelot das macht, dann kommt gleich das Tor mit den nächsten Gegnern da. Man kann auch ein bisschen zurückbleiben und da sind im Hintergrund immer Hexer und Bogenschützen. Immer die Fernkämpfer wegmachen, die zibbeln euer Leben weg, während ihr im Nahkampf mit einem seid, zibbeln von hinten euch das Leben weg. Die sind gar nicht geil auf euch, sie wollen nur euer Leben. Und, das ist Unterschied. So, runter da. So, eine beliebte Stelle, wo alle sterben. Ihr seht jede Menge Pilze, wenn man da hingeht, kommen gleich diese Tore. Gruppen stehen auch noch so rum und wenn dann wirklich wieder alle zusammenkommen... Da von hinten, ihr seht schon die Blitze, die von oben runter, weil diese Fernkämpfer da sind. Also da braucht man Heilung, bis der Arzt kommt und austeilen, bis der Arzt kommt. Dann geht es einigermaßen, aber gut ist diese Gegend hier die nicht. Die Verteiler hier. Ja, nee. Gesundheitsfördernd ist das gar nicht. Wer hat auch gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, hier irgendwie so viele Leute zu moschen. So, hast diese Bücher wieder aufheben. Eins ist noch oben auf dem Berg und... Auch da seht ihr wieder Pilze rechts und links und ist viel zu nah. Seht ihr wieder getriggert, wieder viel zu viele. Das muss nicht. Oh, da hinten auch noch. Echt jetzt. So, ich fürchte, gleich werden wieder alle sterben. Beisammen bleiben, Leute. Wenn ihr euch so trennt auseinander, dann seid ihr sofort alle tot. Wo ist denn der Snorks, wenn ich ihn brauche? Ich bin irgendwo im Gemetzel, wo alle anderen sind. Mittendrin gerade. Der mittendrin, Mann. Jawohl. Da, wo die Party steigt. Ja. Party. Da ich kurzfristig die Agro hatte, dachte ich, ziehe ich sie mal ein bisschen weg und es hat funktioniert. War zwar nicht mein Plan als Heiler, aber manchmal... Okay. So, nicht an den Pilzen vorbeigehen, da links, bitte, bitte, bitte. Nehmt einfach das Buch, danke und geht runter. Nicht an den Pilzen, genau. Du bist ja wieder nur ein Kreuz. Jeder also, nur ein Kreuz. So, kurz die Filmreferenz erklärt. Neben des Brian, einmal gucken bitte. Es gibt Leute, die haben den Film noch nicht gesehen. Das ist mir schon klar. Das ganze Jungvolk, ihr Otternase, ihr. Wir haben die Pilze angemacht. Leute! Ja, da sind echt da jetzt? Hinten steht wieder eine ganze Gruppe und ich bin gestunt, ich kann keinen heilen gerade. Also, ich auch, ja. Ich bin auch gestunt, ja. Ja, du teilst ja nur keinen Schaden aus, davon haben wir noch ein paar. Aber einer, der Heilung rausgibt, wenn der gestunt ist, ist halt für alle nervig. Ach, papplapapp. Geh mir doch weg. So, letztes Buch aufgehoben. Wir haben 5, ja. Kann einer den Hebel ziehen. Hab's auch schon erlebt, dass man hier zurücklaufen musste, weil Leute es nicht aufgenommen haben. So, wer wieder einen roten Totenschädel hat, sollte ins Feuerchen, was direkt unter uns ist. Also. Und der Sturz macht echt Aua. Ich weiß gar nicht warum, aber... Wenn man einfach nur so fallen ist. So, jede Menge rechts und links, ihr seht diese Pilze. Und Gruppen auf dem Weg. Also schlau ist, wer den Weg so legt, dass man nicht alle Pilze triggert. Du meinst, Leute auslassen? Nein, das geht so nicht. Doch, das geht. Warum habe ich die Aggro eigentlich? Hallo? Weil ich hier rumstehe und mache nichts. Ach so, na, das erklärt's. Das ist natürlich klar. Ja, nee, das ist klar. Obwohl ich auch nicht der Tank bin, ne? Also, dachte ich. Morpheus, schwing dein Ding. Achtung, das sind Pilze. Nicht hier hingehen. Geh weg. Nein! Geh weg! Gar keiner mehr vorbei. Uah, so, man kann Alterns. Hier nämlich durchgehen. Ich bin rausgefallen. Super.
auf zum Feuer. Das ist ein weiter Weg, danke. Ja, die Spinnen, die einen anspringen, die schleudern dann halt so richtig böse weg. Das Problem ist, wenn man hier alle Gegnertruppen, also an allen Pilzen und so weiter, die sind dann echt böse. Die Zauberer von hinten mit ihren Blitzen, die Bogenschützen mit ihren Hirschen noch dabei, das tut dann richtig weh. Und meistens sterben die Leute hier. Ja, irgendwer liegt da. Ich muss hier weg. Ein Berg. Hat da auch das ist gern genommen. Blitze. Leute, die sterben, die dann wieder herlaufen und erstmal alle Gegner triggern, die vorher nicht getriggert wurden. Ich hab's nicht gemacht. Nein, aber das ist auch so ein beliebtes Spiel hier, was hier gemacht wird, wo du denkst, yay, beim ersten Mal durch und dann stirbt einer und läuft dann allem und kommt mit allem im Schlepptau bei dir an. Das ist so. Ich hab's geschafft. Juhu, ich bin wieder bei euch. Tot. Oh, toll. Oh, jetzt wird's haarig hier. Ja, er hat bald Tor gemacht. Okay, ich komm zu dir. Wie, du bist nicht bei mir? Nein, ich wurde durch Regen geschubst. Ich weiß auch gar nicht, wo du stehst hier. Wie viele Gegner? Ja, los, Leute. So, und stellt euch immer auf das gelbe Ding da. Das ist immer gut für euch. Was? Das ist kein Schadensbereich? Erwarte von mir keinen Schaden. Du verteilst keinen Schaden? Ach je. So. Ah, irgendwer ist an dem Tor da vorbeigelaufen. Sie kommen. Da war noch ein Tor offen? Nee, das war, ist jetzt erst geöffnet worden. Das war nicht offen. Dann war ich es, glaube ich. Verdammt. Tut mir leid. Au. Geh weg. Ich meine, der Vorteil ist, wenn wir jetzt hier sterben, wir sind direkt wieder beim Feuer, beim Erlösen, aber... Ziemlich nah dran. Das muss ja nicht sein. So, jetzt müssen wir die Bücher auf diese Plätze hier legen. Ohne Einladung zu verteilen. Endboss. So, Endboss. Auch die hat so einen Stun. Da muss man sich auch umdrehen und weggucken. Dauert ein bisschen länger bei ihr. Und manchmal hat man so einen Totenschädel über dem Kopf und dann wird auch da die Hells, das ist wie die Kette praktisch, die Hells wird immer weniger, aber den Totenschädel wirst du lösen, indem du dich stunnen lässt. Also dann, wenn du den Totenschädel über deinem Kopf hast, lass dich dann, guck sie an, nicht wegdrehen. Das ist so der große erste Trick. Dann erzähl mal, dass wir in den Portalen gleich kommen. Okay, schon mal vorgreifen. Also erstmal kommen gleich so Feuerkugeln am Rand, sie sind schon da. Stellt man sich in die Mitte, weil die schleudern gleich Feuer. Und wer in der Mitte steht, kriegt halt von allen was ab. Psst. Und wenn du dazwischen stehst, passiert erstmal nichts. So soll es sein. So. Da ist sie wieder. Genau, gucken wir erstmal, ob sie stunt oder auch nicht. So, sie will stunnen, weggucken. Blitz, jetzt kann man wieder hin. So, jetzt macht sie nix. Und jetzt müsstet ihr nicht draufhauen, aber... Ja, wir machen das so. So. Passiert nicht so viel. Jetzt kommen so Tentakel, die müssen auf dieser Ebene kaputt gemacht werden und die hinterlassen dann so kleine Feuerchen und dafür muss jemand durch so ein gelbes Portal und muss die Feuer hauen, um die Feuer groß zu machen und wenn die alle weg sind, dann sind wir alle wieder in dieser Welt hier und können sie wieder vernünftig hauen. Also es muss eigentlich nur einer durchgehen, der die Feuerchen macht. Also ich bin jetzt reingegangen, ich habe ein Feuer gemacht. Und alle das anderen heißt. Hier müssen eigentlich diese Tentakel ganz schnell, das ist so der Trick, wenn man die Tentakel ganz schnell wegmacht, dann der andere die Feuerchen wegmacht, dann ist man sofort wieder zwei zusammen. Feuer weg. Jetzt habe ich nur ein Tentakel hier stehen. Wenn wir mitmachen. Tentakel? So, das muss eigentlich Feuerchen sein. Ja, mal ein großes Feuerchen. So drei alle große durch. Feuerchen, jetzt kommen wir alle wieder in unsere Welt hier zurück und jetzt gib ihr so richtig einen auf die Mütze. Ja, Baby, ich stelle mich mal hinten rein. Stell dich hinten rein, genau. Mach mal was, Junge. So, ich habe jetzt so ein schwarzes Totenschädel. Ich muss jetzt hoffen, dass sie gleich wieder stunnen, weil ich verliere jetzt relativ zügig immer mehr Health. Das macht denn doch wieder keinen. Das habe ich auf letztes Mal auch schon gehabt hier. Ja, das ist leider ja eben zufallsabhängig, wann sie es macht. Und jetzt macht sie es natürlich nicht. So. Ich bin gestorben, ich habe ihn aber leider immer noch. So, jetzt stunt sie, ich guck sie an. Bin gestunt.
Und das hört auf und ich habe keinen Totenschädel mehr. Dafür habe ich jetzt wieder einen. Im Feuer groß gemacht, aber die Tentakel sind auch da. Ja, wir sind dabei. Also, die waren ja alle gestunt. Der Smoke Alot ist nicht am Boden. Oh, Leute, echt jetzt? Ja. Jetzt habe ich es weg. Okay, gut. Ja, wir haben noch einen Tentakel hier. Also, wenn ich schon sehe, wie die von den Tentakeln weggeschleudert. Du kannst das nicht machen, da ist noch ein Tentakel. Den kriegst du nicht weg. Ja, aber ich kann nichts machen hier in diesem Bereich. Ja, ich weiß. Scheiße. Ich kann sie anbumsen, das geht. Okay. Okay. Alter, warum machen die denn nichts bei dem Tentakel? Jetzt bin ich hier in der blauen Welt. Ja, aber wir haben noch einen ganzen Tentakel da hinten auch. Also ich sterbe hier auch jetzt allmählich von mir hin. Das machen so. Oha. Das war jetzt die Ulti, so, weil wir nicht die Tentakel und Feuer weggemacht haben, dann sind alle dood. Und sind raus. Und sind raus. Weil man muss diese Feuerchen und die Tentakel wegmachen. Wenn sie das nicht hinkriegen, macht man es nochmal. So, wollen wir nochmal eine Anleitung schreiben? Was meinst du? Erstmal müssen wir die Gegner platt machen, die einer hier beim Feuer direkt getriggert hat. Ich werde nämlich gerade zerstört hier. Wie blöd das. Echt jetzt? Seriously. Ich bin jetzt gewillt, das nicht anzumachen, sondern eher eine Anleitung zu schicken. Was schreibst du? Na, so ähnlich. Fehlt noch ein N. Ja. So, wollen wir hoffen, dass es klappt. Hey. Hallo, wir sind's wieder. Erinnerst du dich? Haha, deine guten Kumpels. Ja, das ist so ein Klassiker leider, wenn die Leute nicht genau wissen, was hier zu tun ist. So, wieder zwischen die Dinger stellen, da passiert gar nichts. So, dann erscheint sie wieder in der Mitte. Und bups, und bups, und bups. Doombeet. Ich wollte gerade sagen, weggucken. Sag doch mal Auge. Ich soll Auge Tentakel. Zu dir sagen? So, Tentakel. Ja, so geht ein Tentakel weg. Perfekt. Ah, nicht bis vor. Boah, wir gucken. Tentakel weg. Ich geh da mal durch. So, ein Feuer weg. Wo bist du denn überhaupt? Ein Feuer. Na, meinst du mich oder was? Ja, ich. Ein Feuer weg. Sucht ihr euch gerade? Wärt ihr jetzt alle da durchgegangen oder was? Das ist nicht so schlau. Reicht, wenn einer das macht. Ja, Absprache war hier nicht. Ich hab's gesagt, aber ich glaube, ich habe keiner gehört. So, könnt ihr mich auch ruhig mal angucken, die junge Dame. Los, Bitch, schau mir an. Jetzt. Ah, du warst so gut. Ich hab's immer noch. Jetzt hab ich's weg, okay. Wenn du wieder dich bewegen kannst, ist dann weg. Naja, ist dann. Da hupt einer. Oh, ist schon wieder? Jetzt macht er natürlich keinen Blick, wetten. So, Tentakel. Oh, ich hab ihn jetzt auch hier. Ich hab die auch auf dem Kopf, ja. Warum alle wollen wiederbelebt werden hier, alter Schwede. Ich bin gleich tot, genau. So, der Arm ist auch weg. So, habe ich mich gerade noch gerettet, ey. Wenig Hells, aber ich habe das Ding nicht mehr am Kopf, weil ich mich habe betäuben lassen hier gerade. Ja, jetzt habe ich es am Kopf, ja.
So, kann mal einer durchgehen hier. Wenn man es nicht selber machen würde, ne? Oh Mann, ich hab das Ding am Kopf, ey. Scheiße, ey. Ja, ist leider zufallsgesteuert und dann sterben erstmal alle. So, das nächste Licht ausgemacht und jetzt kommt das nächste Licht. Wieso der Typ nicht weiter drauf rumhaut? Ich verstehe das nicht. So, jetzt aber. Ja, weil er nicht weiß, dass wir erstmal wieder in diese Atmosphäre hier müssen. So, Baby, jetzt kriegst du mal so richtig anzünden rein, ey. So richtig. Das hat man irgendwie nicht gezündet, warum nicht? Und dies, dann das. Komm, mal bitte das verkürzen hier. Da stirbt mal einer weg. Nein, guck hin. So, geklappt. Wenn man es richtig macht, klappt das auch immer. So, einer liegt schon wieder. Der hat es nicht richtig gemacht. Die meisten drehen sich nämlich weg, obwohl sie das Ding immer im Kopf haben. Ich habe es jetzt immer im Kopf. Nicht so witzig. Ich auch. Ich kann so halb wie ich will. So, jetzt sind die Feuer auf unserer Ebene. Jetzt müssen wir die Feuerchen hier platt machen. Nein. Wo ist das Feuer da? Plupp. Plupp. Da rufen ganz viele Leute Hilfe, Hilfe, ja, ja. Hilfe. So, einfach nur, und zwar auch relativ zügig. Und bei jedem Feuer entsteht jetzt so ein gelbes Portal. Jeder nur ein Portal. Alle in die andere Ebene rüber. Sind da? Und die verschwinden. Auch wenn einer durch ist, ist das Portal weg. Wenn alle in der Ebene sind, ist gut. Dann haben wir es geschafft. So, jetzt haben wir die Ulti überstanden, wie ihr seht. Und jetzt einfach draufhauen. Again. Again. Und jetzt ist wirklich nur noch das letzte Fitzelchen von Zitronen. Er macht sie platt, ey. Macht sie platt, fresse sie. Ah, hat sie mich wieder angebumst hier, die dumme Kuh. So, seht ihr? Eigentlich Alter, ganz simpel, wenn man das Richtige tut. Ich sterbe immer noch hier weg. Dumm ist der, der Dummes tut. Genau. Wuhu. So, Truhen aufmachen. 9,2. 10.000. Nehme ich mit. 10.000 habe ich. Ja, ich könnte auch durchwürfeln, aber ich will jetzt auch nicht. Ja, 8 ist mir alles. Okay. Oh, ich habe das Gewand des Aszendierten hier. Das sieht ganz hübsch aus, aber das habe ich schon mal umgewandelt, weil das sieht echt hübsch aus. Kann ich jedem empfehlen. Optik ist da ganz geil, aber ich würfel einfach mal neu. Oh. 8, 5, 11, 5 ist besser. Den nehmen wir. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe 28 Millionen geheilt. Das ist schon mal. So, die meisten Feinde besiegt hat Sir Smoke a lot. Und dann kommt Dunreth und dann kommt Doc Swirx. Und den meisten Schaden ausgeteilt Sir Smoke a lot, Dotsmir und Dunreth. Also, ihr teilt euch das irgendwie so. Und Sir Smoke a lot. Ein bisschen auf, ja. Um mal eben kurz nochmal zu gucken. Ist 23,1. Ein Barbar. Also, ihr seht. Mama. Auch mit Mod 17 Barbaren können noch ordentlich austeilen. Dunreth unter dir. Oh. Was hat der? 24 Schurke. Hätte er besser machen können. Er ist unter dir im Gearscore und naja. Ich habe mir also, lieber Mitspieler, danke, dass Sie da waren. Wir haben es geschafft. So, das ist ja cool. So, und wobei, wenn man halt guckt, Dunreth irgendwie mit 11 Niederlagen oder 10, das ist echt too much. Also, ja. Wow. Der ist too much, ja, ich weiß. Das ist too much. So, aber Zauberpistolenmeister ist halt nicht ganz ohne. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, worum es geht. Also in Gruppe zusammenbleiben, am besten wirklich der Tank bleibt stehen, alle anderen hinter die Gegner, eine Gruppe nach der anderen. Bossmechaniken, beim ersten Boss eigentlich nur die Ketten trennen, ganz wichtig. Dadurch, dass ihr Mobs tötet, euch dazwischen stellt, dann mit dieser kleinen Kugel und die Kugel, die dicke Kugel zum Boss ziehen, dann könnt ihr ihn hauen. Dann müsst ihr auf der Plattform bleiben beim zweiten Boss. Einfach immer zu ihm hinlaufen, wenn er euch wegschubsen will und weggucken, wenn er euch angucken will. Und dann eigentlich nur noch hier auch weggucken, wenn sie euch stunnen will. Aber hingucken, falls ihr den Totenschild über dem Kopf hat. Aber es ist halt zufallsgesteuert. Und
immer diese Tentakel wegmachen und einer durchs Tor und die Feuerchen bekämpfen. Und dann ist das auch schon eigentlich alles geklärt. Wenn keine Absprache dann da ist, dann laufen alle durchs Tor. Das ist leider nicht zu verhindern. Oder man hat eine große Gruppe und spricht halt hier im Chat. Dann hat man auch einen größeren Erfolg. Ja, aber ganz ehrlich, man kann ja im Moment eben warten, wenn man sieht, dass eigentlich sollten erstmal alle zu den Tentakeln rennen. Und wenn man dann sieht, dass alle da sind, kann ja einer einfach mal durch so ein Tor gehen. Ist ja eigentlich gar kein Problem, oder? Aber gut. Du weißt, wer es ist. Wir sind hier durch. Und keiner weiß, wer zuerst fährt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.